Der Favorit hat gewonnen. Am Freitag wurde der 60-jährige Bernd Neuendorf zum neuen Präsidenten des Deutschen Fußballbunds gewählt. Der Bundestag des Verbands fand in Bonn statt. Neuendorf erhielt mit 193 Stimmen die klare Mehrheit. Sein Gegenkandidat Peter Peters bekam nur 50 Stimmen. Neuendorf kommt aus dem Lager der Amateurvereine. DFB-Vizepräsident Fritz Keller war im Mai 2021 zurückgetreten, nachdem er den umstrittenen DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch während einer DFB-Sitzung mit dem Namen eines NS-Richters bezeichnet hatte. Die Wahl des neuen Präsidenten fällt in stürmische Zeiten, denn erst kürzlich hatte es eine neuerliche Razzia durch die Frankfurter Staatsanwaltschaft im DFB gegeben. Es geht um den Verdacht der Untreue.